Hallo, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum University Future Festival 2021. Mein Name ist Zackes Brustig und ich freue mich wahnsinnig, die nächsten 3 Tage hier auf der Mainstage zu begleiten. A wonderful good morning. Welcome to the University Future Festival. We are officially open for discussion. If you are participating as an English-speaking person, please now click on the link that I will post in the chat, because then you will actually be able to listen to everything in a live translation. Endlich ist es soweit. Nach langen anderthalb Jahren und 3 Remote-Semestern, die Sie erfolgreich gemeistert haben, sind viele von Ihnen jetzt wirklich wieder auf dem echten Campus, auf dem physischen Campus. Und ich glaube, viele von Ihnen, egal ob Lehrende oder Lernende, begegnen sich dabei wahrscheinlich zum allerersten Mal im Leben, obwohl sie vielleicht schon seit einem Jahr oder anderthalb Jahren zusammenarbeiten. Und was gäbe es Besseres, als genau diesen Moment mit dem University Future Festival zu begleiten? Denn was macht ein Festival anders als eine Konferenz? In meinen Augen kommt das mit 3 großen Dingen, mit einer großen Portion Freude, mit einer großen Portion Kreativität und im besten Falle verlässt man ein Festival mit mehr Freunden, als man es betreten hat. Das heißt, es entsteht Gemeinschaft. Und genau die 3 Punkte stehen für mich zumindest in den nächsten Tagen im Fokus. Freude, was gibt es zu zelebrieren? Sie haben wirklich ihr Bestes gegeben in den letzten 3 Semestern, alles digital möglich zu machen. Ich glaube, da dürfen Sie wirklich stolz drauf sein, was Sie erreicht haben und was Sie jetzt in Ihrem Erfahrungsschatz, in Ihrem Erfahrungskoffer mitnehmen in die kommenden Monate, in die kommenden Jahre. Ja, was gibt es an Kreativität? Die war in den letzten 3 Semestern eher von außen verordnet und gefragt. Wir mussten extrem viel improvisieren, extrem viel möglich machen. Und das Schöne ist, dass jetzt in den kommenden Jahren und Monaten die eher auf einer freiwilligen Basis genutzt werden kann. Und die Frage ist, wie können wir das jetzt zusammenweben mit dem physischen Campus? Wie kann vielleicht die Blended University der Zukunft entstehen, ohne dass man von außen den Druck im Nacken hat, sondern wirklich, und das ist ja eigentlich das Beste für Kreativität, rein aus der Lust, der Leidenschaft für die Digitalisierung getrieben. Gemeinschaft, keine Frage. Ich glaube, viele von Ihnen sind ja auch Teil der HFD-Community. Schon vor Covid waren Sie der Digitalisierung verschrieben, sind begeistert, überzeugt davon. Man braucht Sie nicht dafür zu überzeugen. Eher anders, es spielt jetzt Ihnen in die Hände und gibt Ihnen recht mit Ihren Methoden. Aber selbst wenn Sie absolute Überzeugungstäterin sind, glaube ich, haben Sie es auch vermisst, als Professorin vielleicht den ganzen Tag nur in schwarze Zoom-Fenster zu schauen, weil die Studierenden doch die Kamera nicht anschalten. Es ist einfach schön, glaube ich, in echte Gesichter auf dem Campus zu schauen. Und als Studierende, keine Frage, es wünschen sich alle deutlich mehr Digitalisierung. Wer digital aufwächst, hat natürlich ein extrem hohes Erwartungslevel. Aber man will natürlich die Gemeinschaft, das macht das Studieren aus, sich auf dem Campus zu begegnen oder überhaupt zum Beispiel ins Ausland zu können für ein Auslandssemester. Und das war teilweise dann natürlich schon auch recht einsam über die lange Zeit hinweg. Insofern hoffen wir jetzt, dass jetzt die Gemeinschaft wieder entsteht, digital und physisch beides zusammenfließt. Und wie das möglich werden kann? Was es an Erfahrungen gibt, die jetzt wirklich genutzt werden können. Darum geht es in den nächsten 3 Tagen. Bevor ich erkläre, was inhaltlich auf uns zukommt, noch ein paar technische Hinweise. Sie sind wahrscheinlich wie ich hier auch mit dem Laptop auf der Plattform. Wichtig, oben gibt es einen Help-Button. Wenn irgendwas nicht funktioniert, Sie Probleme haben, die Technik streikt, Sie eine Frage haben, klicken Sie da drauf und es wird Ihnen sofort geholfen. Sie können sich dort direkt auch mit einem Live-Chat mit unserem Team verbinden. Dann, wenn es hier oder da noch ein kleines bisschen ruckelt, liegt es vermutlich nicht an der Internetverbindung, aber vielleicht eher am Browser. Die Plattform läuft am besten mit dem Chrome-Browser. Das heißt, wenn Sie jetzt noch in Firefox, in Safari oder in einem anderen Browser sind, wechseln Sie gerne zu Chrome. Dann läuft es die nächsten 3 Tage wirklich rund. Ansonsten gerne begegnen Sie mir jetzt auch im Chat. Ich finde, das ist doch wirklich der wichtigste Teil hier, um vor allem auch die Gemeinschaft zu erleben, denn das Ganze soll ja nicht frontal sein, sondern wir wollen wirklich in Kontakt kommen, wir wollen uns austauschen und checken Sie gerne mit mir ein und schreiben Sie, wie es Ihnen geht. Überwiegt bei Ihnen die Freude, jetzt sich wieder begegnen zu können? Sind Sie unter Stress, weil Sie nur noch 5 Jogginghosen daheim haben, überhaupt erst mal gucken können, wie Sie sich präsentabel machen für den Campus? Wie geht es Ihnen gerade? Wie ist das Stimmungsbarometer? Gerne ein paar Nachrichten in dem Chat. Von wo aus wählen Sie sich ein? Wir freuen uns da auch, Ihnen hier im Chat zu begegnen.
Ja, und last but not least, Hashtag UFFestival, den poste ich auch gleich noch. Tragen Sie die Kunde raus in die Welt, nutzen Sie Twitter fleißig, sorgen wir dafür, dass Hashtag UFFestival diese Tage trendet. So, und jetzt ist natürlich die Frage, was erwartet uns? Das Programm ist riesig, das haben Sie schon gesehen. Und der Mensch und das Team um ihn, die dafür verantwortlich sind, das ganze Festival auf die Beine zu stellen, waren, glaube ich, überwältigt von der Anzahl an Einreichungen und waren dann nicht nur damit beschäftigt, das Tag und Nacht auf die Beine zu stellen, zu sortieren, möglich zu machen, dass hier wirklich so viel wie möglich von Ihnen teilnehmen können. Da Open for Discussion steht ja wirklich, dass hier alle teilnehmen, sich auf Augenhöhe begegnen. Und ich glaube, das war so eine Anzahl, dass sie nicht nur daran gearbeitet haben, wahrscheinlich auch nachts noch davon geträumt haben und dankbar sind, dass es jetzt endlich soweit ist. Herzlich willkommen, Sebastian Horndasch, der Festivalleiter. Ja, vielen Dank, Zackes. Ja, einen schönen guten Tag. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Auch und auch im Namen des Teams ganz, ganz herzlichen Dank. An diesen drei Tagen haben wir das letzte Jahr gearbeitet. Das ist also für uns ein ganz großer Moment und ich muss zugeben, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, dass es jetzt losgeht. Wir hatten eine riesige Resonanz. Zackes hat es schon gerade gesagt. Über 800 Menschen haben sich an unseren verschiedenen Calls beteiligt. Das ist eine absolut unvorstellbare Zahl für uns. Wir haben aktuell 3.300 angemeldet für das Festival und es werden immer noch mehr. Man kann sich bis zum Ende noch anmelden. Wir haben über 500 SpeakerInnen, allein 500 Leute, über 500 Leute, die eine aktive Rolle auf dem Festival spielen. Ganz, ganz herzlichen Dank an Sie. Ich habe es mal gezählt. Wir haben im Programm eine Gesamtplaytime von 129 Stunden. Zum Vergleich, wenn Sie Game of Thrones von Anfang bis Ende durchgucken, sind das 73 Stunden. Und ich würde sagen, wir sind nicht nur mehr, sondern auch spannender, zumindest spannender als die letzte Staffel. Wir haben ein riesiges Programm beim University Future Festival und ich habe mich vor ein paar Tagen bei dem Gedanken erwischt, schade, dass ich mir das alles gar nicht so richtig angucken kann. Das klingt vielleicht ein bisschen absurd, aber ich bin ja der Festivalleiter und ich habe ein paar andere Aufgaben hier, als mich durchs Programm zu klicken dieser Tage. Und ich finde das richtig schade, weil es ist Wahnsinn, was für großartige, spannende Dinge wir an diesen Tagen haben. Schauen Sie sich das an. Übrigens auch noch als Tipp, auf der Website festival.hfd.digital finden Sie das Programm auch komplett als PDF. Da können Sie sich die ganzen Tage auf einer Seite angucken, wenn Sie auf Programm gehen. Eines möchte ich hervorheben. Das ist eine Veranstaltung vom Hochschulforum Digitalisierung, aber gleichberechtigt auch von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre. Und wir hatten eine wirklich großartige Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen da. Und dafür möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Genau, Applaus. Ein paar Programmhinweise noch. Die Zeit reicht nicht für einen Rundumschlag. Es gibt aber drei Dinge, auf die ich Sie ganz besonders aufmerksam machen möchte. Das erste. Netzwerken Sie. Nehmen Sie teil an den Networking Sessions. Wenn Sie im Programm gucken, ganz rechts, wenn Sie ganz nach rechts scrollen, dann finden Sie dort, dass wir ganz viele Networking Sessions eingeplant haben. Machen Sie da mit. Machen Sie mit bei Laptops in Space. Machen Sie mit beim Video-Chat-Roulette. Das ist spannend, da lernen Sie neue Leute kennen. Zweitens, besuchen Sie den Creative Space, weil wir haben natürlich ganz viel Inhalt und der steht auch im Vordergrund. Wir haben aber auch Künstlerinnen und Künstler gebeten, Werke einzureichen. Und vor allem von Studierenden ist ganz, ganz viel gekommen, kreative Auseinandersetzungen mit dem, was in den letzten anderthalb, zwei Jahren passiert ist. Das ist wirklich inspirierend. Schauen Sie da rein. Und Nummer drei, vervollständigen Sie Ihr Profil. Es macht das Netzwerken, es macht die Unterhaltung miteinander so viel einfacher, wenn ein Bild von Ihnen da ist, wenn eine Beschreibung von Ihnen da ist, wenn Leute einfach eine Idee davon haben, wer sie sind. So, und jetzt freue ich mich auf drei bunte Tage, auf drei inspirierende Tage, auf drei sehr intensive Tage mit Ihnen. Viel Spaß beim University Future Festival. Zackes. Vielen Dank dir, Sebastian. Ich bin mir sicher, du nimmst auch gleich im Chat teil. Stürz dich doch schon mal rein und übernimm für mich. Ich habe nämlich noch den Hashtag nicht gepostet. Das mache ich gerne. Danke. Danke dir. Ja, wir haben drei Teile. Sebastian hat es schon angesprochen. Das letzte Mal war der erste Teil der Barcamp-Teil. Da haben wir spontan die Slots gefüllt und gemeinsam zusammen gearbeitet. Dieses Mal hat Sebastian und sein Team, die haben das mittlerweile eingewoben in den Conference-Day und auch in den Workshop-Day. Das heißt, viele der Einreichungen kamen schon im Vorfeld und es wird genau
genauso interaktiv. Das lässt uns ein bisschen Raum jetzt hier am Vormittag für ein neues Fokusthema dieses Jahr, das Thema AdTech. Und warum das dieses Jahr im Fokus steht, warum das so relevant ist und wir quasi extra dafür einen dedizierten Programmteil haben, das erklärt uns jetzt Dr. Meier Guckel, stellvertretender Generalsekretär und Mitglied der Geschäftsführung des Stifterverbandes. Und dafür schalten wir mal rüber in sein Remote Office. Herzlich willkommen. Ja, ganz herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Ein Gruß an alle Teilnehmende, an alle Speakerinnen, an alle, die Proposals eingereicht haben für das, was hier in den nächsten 3 Tagen stattfindet. Ja, was ist das hier eigentlich für ein Raum? Ist es ein Bildungsraum? Ist es ein Lernraum? Ist es ein Demonstration Room oder ein Community Building Raum? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch Party- und Kunstraum, das haben wir eben gehört. Und deshalb nennen wir es Festival. Und ich freue mich, dass wir so vielfältige Themen rund um das Thema Hochschulentwicklung, Bildungsentwicklung und Digitalisierung hier ansprechen werden. Ja, worum geht es eigentlich, wenn wir über diese Themen reden? Es geht, und das finde ich immer wichtig zu sagen, nicht um digitale Bildung. Es geht um Bildung in einer digitalen Welt, in einer digitalen Arbeitswelt, in einer digitalen Gesellschaft. Es geht um den Einsatz von neuen Technologien und Infrastrukturen. Es geht um neue didaktische Konzepte und es geht natürlich auch um Fragen, wie wir eigentlich Lehre in Zukunft mit Hilfe digitaler Tools organisieren, vielleicht auch neu organisieren. Wir sehen, dass alle gesellschaftlichen Herausforderungen transdisziplinären Charakter haben, dass die Arbeitswelt transdisziplinär gestaltet ist und trotzdem findet Lehre in Disziplinen statt. Vielleicht finden wir da auch neue Antworten, wie wir bestimmte Future Skills in Zukunft, die mit der Digitalisierung der Lebenswelt zu tun haben, auch neu organisieren. Und damit bin ich beim eigentlichen Thema, das uns ja heute an diesem Tag beschäftigt, der sogenannte AdTech Day oder AdTech Demo Day. Ich möchte das nochmal, was wir heute diskutieren werden und auch präsentiert bekommen, vielleicht nochmal in einem Bild zusammenfassen, was für mich eigentlich die Herausforderung ganz gut beschreibt. Wir nennen das im Stifterverband neue Bildungsräume. Was verstehen wir darunter? Das sind verschmelzende Prozesse zwischen den klassischen Bildungsinstitutionen, wie wir sie kennen, Schule, Hochschule und andere Einrichtungen, die für Bildung konzipiert worden sind. Aber was wir feststellen, und das ist das eigentlich Neue, sind nicht das eigentlich Neue sind nicht, das sind nicht Technologien, das eigentlich Neue sind neue Wissensgemeinschaften, die entstehen. Nehmen Sie das Thema Bildungsangebote im Internet, nehmen Sie das Thema Bildungsangebote auf Bildungsplattformen wie den KI-Campus, aber auch LinkedIn und zahlreiche andere Bildungsplattformen, wo wir ganz neue Wissensgeber zusammenführen für die Vermittlung und Produktion von Lerninhalten. Nehmen Sie das Thema Open Educational Resources oder eben auch, und das ist das heutige Thema, die Frage, wie AdTechs, also Dienstleistungen, Services oder auch Angebote von Startups, aber auch neuen Bildungsanbietern integriert werden können in die Angebote unserer Bildungsinstitution. Und das ist nicht einfach. Das sind strukturelle und Rahmenbedingungsfaktoren, die das verhindern, dass es vielleicht schneller stattfindet, als wir uns das gemeinhin wünschen. Aber wir glauben, dass es eine Chance ist, eine Chance für unsere Bildungsinstitutionen, die verschiedenen Ansprüche, die an ihnen, an sie im Augenblick gerichtet werden, auch in Zukunft gerichtet werden, die sie möglicherweise nicht mehr ganz alleine bewältigen können. Individualisierung, Internationalisierung, Mobilität, Bildungsgerechtigkeit in Partnerschaft mit anderen möglicherweise besser umsetzen können, als wir das derzeit erleben. Darum geht es. Das kann man dem freien Spiel der Kräfte, der Marktkräfte überlassen. Oder aber man kann sagen, lasst uns das doch mal strategisch durchdenken, lasst uns das doch mal strategisch begleiten und versuchen, daraus einen strukturierten Prozess zu machen. Das ist Gegenstand unserer Überlegungen, die wir auch versucht haben, mit vielen, vielen Partnern in einer sogenannten AdTech-Charta zusammenzufassen. Auch die wird heute vorgestellt, auch die sollte heute diskutiert werden. Das ist kein fertiges Produkt, das ist eine Diskussionsgrundlage, die hoffentlich viele, viele Unterzeichner und Unterzeichnerinnen finden wird. Das ist unser Ziel.
Und dahinter steckt der Gedanke, dass wir uns gemeinsam aufmachen, an Lösungen für die Herausforderungen im Bildungswesen gemeinschaftlich zu arbeiten. Die klassischen Bildungsinstitutionen, aber auch diejenigen, die sozusagen neu auf dem Markt sind, auf einem Bildungsmarkt, und die möglicherweise Beiträge dazu leisten können. Wenn uns das gelingt, heute hier ein bisschen Klarheit oder auch Transparenz über diese Angebote zu schaffen, dann sind wir ein gutes Stück weiter. Und das ist unser Ziel. Und ich freue mich auf die Diskussion heute, auf die Beispiele, die wir kennenlernen werden, weil dieser Markt ist auch für mich nicht ganz überschaubar, und was wir daraus lernen werden. Also ich hoffe, dass alle in Lern- und Partystimmung sind auf diesem Festival und dass wir heute fruchtbare Diskussionen haben werden. Alles Gute. Ja, vielen Dank, Dr. Meyer.